Die Solaroffensive Augsburg ist letztes Jahr gestartet. Und zwar ist das ein Projekt von der Stadt Augsburg, wo wir eben die Augsburger Bürgerinnen und Bürger dazu beraten möchten, ob ihr Dach sich eignet für Solaranlagen oder ob es es vielleicht nicht tut. Und um ihnen den Einstieg zu erleichtern, gibt es eben kostenlose Beratungsangebote. Eines davon ist die Vorortberatung, wie jetzt zum Beispiel heute hier an der Sportanlage Süd. Wir sind hier im Kletterzentrum vom DAV. Und ja, sind schon ganz gespannt, was uns der Solarberater heute erzählen wird und ob sich wohl das Dach eignen wird oder nicht. Als Alpenverein sind wir zweierlei. Wir sind einmal Bergsportverband und auf der anderen Seite Naturschutzverband. Von daher sind wir natürlich dem Naturschutz, der Ökologie in besonderem Maße verpflichtet. Das haben wir bei dem Bau unserer neuen Kletterhalle auch entsprechend berücksichtigt. Schließlich ist die Kletterhalle ja auch nicht nur lokal, sondern auch im ganzen Bundesgebiet und international ein Aushängeschild für die Stadt. Deswegen wurde beim Bau schon oben auf dem Dach eine Photovoltaikanlage installiert und wir haben zudem die Wärmegewinnung durch Erdwärme und damit die Umwelt zu schonen. Was wir jetzt vorhaben, ist eine Erweiterung der Photovoltaikanlage im Sinne von CO2-Einsparung. Und von daher freuen wir uns auf die Beratung durch die Stadt Augsburg und sind neugierig, was da in Sachen Wirtschaftlichkeit und CO2-Effizienz am Schluss rauskommt. Die Solaroffensive wird betreut von unabhängigen Energieberatern, die die Eigentümer und Eigentümerinnen berät und auch vor Ort faktisch die Photovoltaik erklärt, die Wirtschaftlichkeitsberechnung durchführt, auch die Beschattung und alles, was darum hängt, auch Fördermöglichkeiten erklärt, sodass sich die Leute für oder auch gegen Photovoltaik entscheiden können. Und heute sind wir hier vor Ort im DAV-Leistungszentrum Klettern, um praktisch hier jetzt die DAV-Sektion Augsburg zu beraten, ob und inwieweit es Sinn macht, auf dem weiteren Gebäude Photovoltaik zu installieren. Erstmal herzlichen Dank an die Stadt Augsburg für diese tolle Beratung, die wir da bekommen haben. Die Ergebnisse liegen jetzt vor. Danach wird empfohlen, dass wir 150 Solarmodule auf unser Dach zusätzlich draufbauen könnten. Das ist eine ganz tolle Sache, weil das entspricht im Prinzip dem Wald von 3 Fußballfeldern. Also so viel könnte so ein Wald an CO2 pro Jahr aufnehmen. Oder wenn man es anders rechnet und mal schaut, was PKWs ausstoßen, dann sind es je nachdem, was es für ein Auto ist, zwischen 100 und 150.000 Kilometer pro Jahr. Und von daher denke ich, dass wir da in Sachen Umweltschutz eine ganze Menge tun könnten. Was natürlich noch ansteht, ist die wirtschaftliche Prüfung des Ganzen. Wir sind in Kontakt mit einem Statiker und mit einer ausführenden Firma und werden da in den nächsten Wochen sicherlich mehr wissen und dann legen wir mit dem ganzen Projekt los. Natürlich brauchen Sie nicht eine Kletteranlage bei sich zu Hause. Es reicht ein ganz normales Dach. Wenn Sie Eigentümer sind von einem Gebäude oder sich einfach auch so informieren wollen, kommen Sie doch einfach auf unsere Website. Das ist augsburg.de/solaroffensive. Da finden Sie nicht nur Informationen zu den Beratungsangeboten, sondern es gibt auch immer wieder Veranstaltungen, die wir machen, zum Beispiel ein Solar-Impro-Theater. Sie können sich einfach informieren.